Leute, und willkommen zu einem neuen Video heute, wie ihr seht, in einem ganz neuen Outfit. Das heißt, ihr seht mich jetzt bei den Videos immer mal auch in Persona sprechen, wenn es denn geht, und dabei auch ein paar Spieleszenen. Wir werden uns heute beschäftigen, weil ich das ganz oft im Stream gefragt bekomme, was sind denn die Gründe, die 2021 gilt es zwar noch immer zu einem MMORPG machen, bei dem ich persönlich sage, es lohnt sich das zu spielen, und selbst wenn man jetzt 9 Jahre nicht gespielt hat, kann man denn überhaupt noch einsteigen? Dieser Frage werden wir auf den Grund gehen mit meiner Top 3 der Gründe, warum Guild Wars 2 auch 2021 das Top MMORPG auf dem Markt ist und weshalb man sich vielleicht nicht nur die Zeit bis zu New World überbrücken könnte, sondern vielleicht sogar die gesamte MMORPG-Zukunft mit Guild Wars 2 verbringen sollte. Auch wenn ich diese Top 3 Listen nicht wirklich sortiert habe, nach dem Besten und dem Drittbesten und Zweitbesten, ist der erste Grund gleich auch womöglich der stärkste Grund für neue Spieler, denn es geht hier um den nicht vorhandenen Gearscore und das nicht veränderte Maximallevel. Das bedeutet, wenn es Progression gibt in Guild Wars 2, ist sie horizontal über Systeme, die praktisch Fähigkeiten erweitern, aber das Maximallevel und das Gear, das heißt die Ausrüstung, sind seit 9 Jahren gleich geblieben. Das heißt, das maximalstufige Gear-Zeug könnt ihr auch nach wenigen Wochen erspielen, auch das Maximallevel habt ihr nach wenigen Wochen erreicht und könnt sofort auch noch vor dem Add-on End of Dragons mit uns in den gemeinsamen High-End-Content spielen. Das bedeutet, die nicht vorhandene Gear-Tretmühle von immer wieder neuem Gear, was entwertet wird, ist bei Guild Wars 2 einfach nicht vorhanden und wird euch auch niemals von irgendeinem Content ausschließen. Und wenn wir von Content sprechen, dann sprechen wir auch von einem ganz, ganz großen Punkt, meinem zweiten Argument, warum ihr das Spiel spielen solltet. Das ist ein Buy-to-Play-MMORPG, das heißt, ihr habt keine monatlichen Kosten, ihr habt einen Ingame-Store, der nur Cosmetics bereitstellt, das heißt keinerlei Pay-to-Win hat, und ihr habt ein Spiel, was zwischen den Add-ons immer durch eine sogenannte lebendige Welt erweitert wird. Das bedeutet, alle paar Monate haben wir in den letzten Jahren neue Karten bekommen, neue Story-Teile, in denen wir im Prinzip die, Überbrückung spielen von Add-on zu Add-on. Also es gab im Prinzip das Grundspiel, dann haben wir die lebendige Welt Staffel 1 gehabt, lebendige Welt Staffel 2, die gab es alles kostenlos, dann gab es Heart of Thorns als Buy-to-Play-Add-on, dann hatten wir die Lebendige Welt Staffel 3, dann Path of Fire als Buy-to-Play-Add-on und dann hatten wir die Lebendige Welt Staffel 4 kostenlos, die Eisbrutsaga kostenlos und jetzt kommt im Prinzip das nächste Add-on auf dieser Linie der Updates und es ist halt eine ganz, ganz großartige Art, was Guild Wars 2 macht, indem es im Prinzip ganz viele Dinge bereitstellt on the fly, ohne dass ihr zahlen müsst, und zu diesem Content, den man im Prinzip kostenlos bekommt, haben wir unzählige Quality of Life Features, dieses Spiel auch über alle anderen MMORPGs hinweg toll und großartig macht. Das heißt, ich persönlich habe das Problem, wenn ich ein anderes MMORPG spiele, dass ich oftmals so Sachen wie eine accountweite Garderobe von Skins, also Sachen, die ich freischalten und auf allen Twinks auch benutzen kann, bei ganz vielen Spielen vermisse, dass mir keiner mein Loot klauen kann, dass jeder sich Loot teilt, dass wir uns keine Ressourcen klauen müssen. Das sind alles Dinge, die das Spiel gerade contentbezogen unglaublich einzigartig und toll macht. Und der dritte Punkt und damit der letzte Punkt in meiner Liste der Top-Argumente, dass das Spiel gerade eine sehr gute Wahl ist, ist natürlich der aktuelle Hype auf das neue Add-on. Das bedeutet, wir haben gerade durch diese Wiederspielbarkeit der lebendigen Welt, das heißt, ihr könnt gerade kostenlos im Spiel die ganzen lebendigen Welten erspielen. Ich nehme das mal nicht als Hauptargument, weil wenn ihr das Video jetzt seht, in ein paar Monaten ist vielleicht schon die lebendige Welt durch, ihr müsst die euch kaufen. Aber wir sind gerade dabei, ganz viele neue Spieler zu bekommen, die das Spiel beleben, die im Prinzip merken, okay, Guild Wars 2 gab es schon seit 9 Jahren, ich habe nie Werbung gesehen, und ein Add-on ist immer ein wunderbarer Einstieg für neuere Spieler, auch wieder mit diesem alten Schwung von Spielern mitzuhalten, mitzugehen in eine neue Welt. Das heißt, im nächsten Jahr, im Februar werden wir, oder jetzt, wenn ihr das Video seht, vielleicht ist es auch schon im Nachgang des Add-on-Releases, werden wir also ein neues Add-on bekommen, neue Karten, neue Features und da entsprechend auch gemeinsam mit euch hoffentlich starten können in die Welt von Guild Wars 2. Und das große Argument als drittes ist vor allem, dass wir jetzt gerade auch noch immer das Grundspiel kostenlos haben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt spielen wollt und den Hype mitnehmen wollt, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung oder auf irgendeinen anderen Link, geht auf die Homepage und spielt das Grundspiel kostenlos und versucht zu ermitteln, ob diese Art von Spiel für euch was ist. Denn Guild Wars 2 ist in dem Markt der MMOs ein ganz, ganz eigenartiges Spiel, was sehr viel anders macht, nicht alles richtig macht, aber sehr viel gut macht, bis sehr gut macht. Und genau da solltet ihr einfach reinschauen und euch dem Spiel einfach mal ein bisschen widmen. Und damit beende ich dieses Video erstmal. Ein ganz, ganz kurzer kleiner Einstieg wieder in eine sehr aktive Videozeit und hoffentlich auch in eine Top 3 Listenartigkeit, die da in Zukunft immer wieder kommt, mit Sachen, die euch überzeugen könnten, vielleicht sogar mal im Stream vorbeizuschauen, weil wenn ich euch jetzt nicht überzeugen kann durch das Video, dann guckt euch einfach das Gameplay an, testet es an, und ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, bis zu einem nächsten Video und macht's gut.